Bei einem ukrainischen Raketenangriff soll ein Einkaufszentrum in der südrussischen Stadt Belgorod getroffen worden sein. Dabei sind nach russischen Angaben auch 5 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Todesopfern sei auch ein Kind. 18 weitere Menschen sollen verletzt worden sein. Die russische Stadt Belgorod liegt etwa 40 Kilometer nördlich von der ukrainischen Grenze und war bereits mehrfach Ziel der ukrainischen Streitkräfte. Und auch die seit Monaten umkämpfte Kleinstadt Avdiivka im Osten der Ukraine gibt Bewegung. Angesichts eines Teilrückzugs in der Stadt wurde die 3. Sturmbrigade, eine der wichtigsten ukrainischen Kampfeinheiten, nach eigenen Angaben eilig dorthin verlegt. Die Brigade bezeichnet auf dem Kurznachrichtendienst Telegram die Lage in Avdiivka als die Hölle sowie bedrohlich und instabil. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.